Tag, ihr Nasenbären! Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, wir fahren jetzt erstmal diese Tour zu Ende. Und gucken dann mal, was wir sonst vielleicht noch machen könnten. Ich denke mal, wir werden dann noch eine weitere kleine Tour fahren. Oder halt wieder so bis zu einer Raststätte. Weil ich erstmal gucken muss, wie das so ist, wenn man gewisse Aufnahmezeiten hat. Wie lange das mit dem Hochladen dauert. Weil das Problem ist ja immer, dass das extrem große Videos sind, wenn man die aufgenommen hat. Ich hatte da beim ersten Versuch das eine Video, das hat insgesamt 56, irgendwas Gigabyte gehabt. Und wenn man das dann runter komprimiert, dann hat es eben eine hundsmiserable Qualität. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man trotz allem noch mindestens so um die 2 GB hat. Wenn man eben eine Qualität haben will, die einigermaßen gerade noch so geht. Und es dauert dann immer ewig zum Hochladen. Aber bei uns im Haus eigentlich, da wo wir wohnen, ist leider nicht mehr möglich als 16.000er Leitung. Und daher haben wir das Problem, dass wir uns mit einer 16.000er Leitung quälen müssen. Und da die Upload-Geschwindigkeit natürlich auch nicht die beste ist. Und daher werde ich jetzt immer erstmal so kleinere Videos machen und werde dann das eben ausbauen, wenn es geht. Wenn es gehen würde, dann würden wir das immer so machen, dass wir eine Tour fahren. Oder große Touren auch auf zweimal. Wenn es nicht geht, dann wird es immer so weitergehen, wie wir es jetzt machen. Weitere 2. Hat mir sogar einen Haufen Schotter gekostet. Weitere 75.000 und natürlich gleich ein Angebot für. So, wir wollen jetzt mal diesen blöden Koffer da. Jetzt habe ich ja verlängert, ich habe mir keinen Kopf mehr. Wäre jetzt der Vertrag nur noch 2 Jahre gewesen, hätte ich mir bereits einen potenziellen Käufer suchen müssen. Das wäre dann halt auch Chelsea, Man City, Barcelona, Real Madrid. Das wäre mein potenzieller Käufer, so ein Spiel gewesen. Es gibt übrigens auch noch einen weiteren Let's Player, der auch sehr gute Videos macht, der auch besseres Equipment als ich schon zur Verfügung hat. Und zwar ist das der Chris, das ist ein guter Bekannter hier aus der Familie und ein Kumpel von meinem Bruder. Da werde ich euch dann unten in die Videobeschreibung einen Link reinfügen von seiner Seite. Weil sein Name ist wegen blöd zum Schreiben. Und zwar ist das Englisch der HD Game Station. Aber wie schon gesagt, da tue ich unten einen Link rein. Und dann könnt ihr da auf seine Videos auch mal mit reinklicken, weil der macht auch schöne Videos. Der hat schon mal Let's Plays gemacht und hat jetzt wieder angefangen. Aber das Problem ist, dass der ja noch nicht die Welt an Abonnenten auch hat. Der müsste auch so um die 20 Abonnenten rum haben. Da werde ich dann später mal gucken. Und der ist auch um jeden Abonnenten froh, den er hat. Und wie schon gesagt, der macht auch richtig schöne Let's Plays und hat ein cooles Equipment. Der hat extra in seiner Wohnung ein Studio, wo er seine Aufnahmen macht. Was ich leider jetzt nicht zur Verfügung habe, aber für den Anfang reicht es jetzt erstmal so, wie wir es jetzt mal aktuell haben. Ich werde euch wahrscheinlich auch den Link reintun von einem guten Kumpel, den von mir einen guten Kumpel noch, der schon seit Jahren Let's Plays macht. Der hat 50.000 Abonnenten. Das ist eben schon eine stattliche Sache. Aber da
Früher oder später wird vielleicht der Chris oder ich da auch noch hinkommen auf solches. Weil ich meine, der macht ja schließlich schon seit zig Jahren, macht der Harald Frenkel seine Aufnehmerei und seine Let's Plays. Durch den bin ich oder eigentlich hier so auf die Sache gekommen. Und ja, da werde ich wahrscheinlich dann da vielleicht auch noch einen Link hinzufügen. Ja, ich stelle mich gerade ziemlich blöd an zum Einparken. Was normalerweise eigentlich immer nicht der Fall ist. Jetzt hoffen wir mal, dass wir diesen Scheißdrecks Auflieger jetzt endlich mal in diese scheiß Bucht reinbekommen. Ich kann mit dieser Scheißkiste hier einfach nicht umgehen. Ah, kurze Fixe, der braucht das Let's Play ja mit dem Einparken, das dauert ja das ganze Let's Play. Lang. Ah, wir haben ihn drin. Da können wir jetzt Tebi Taufliege abkoppeln. Die Tab koppeln. Ja. Jetzt haben wir gefahrene Strecke 220 Kilometer, davon sind mindestens 100 Kilometer fürs Einparken. Die Dauer sind 4 Stunden und 59 Minuten, wo wir in dem Spiel gebraucht haben, und 116 Liter Kraftstoff verbraucht, davon auch 100 mindestens fürs Let's Play. Mindestens fürs Einparken. Gekriegt haben wir 3610 Euro und 274 EP haben wir gekriegt. Ja, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.